Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Ja, wir sind hier wieder mal in Ocean Beach, in Ozean Beach. Und wir fahren ein erneutes Mal zu CV Koks, also Koks im Englischen, Kokain, um ihm zu helfen, denn alleine kriegt er ja nichts auf der Reihe. Auf die Reihe. Bams. Und Bulle überfahren. Das könnte vielleicht in unserer Mission ein bisschen stören, aber Schille drauf. Nichts, womit wir nicht fertig werden würden. Wir sind hier. Bam. James Bond. James Bond ist besser, als man glaubt. Oder wie man denkt, oder wie man denken könnte, oder wie Hermann. Verpiss dich. Idioten. Apropos Idioten. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wo ist denn das? Puh. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Nein, Spaß. Okay, hat keiner bemerkt, dass wir gestorben sind. Lalalala. Ja, damit. Ich habe Sprint mit Springen verwechselt. Feel the power, Motherfucker. Bams. Muss umgefahren werden, sonst gibt's hier eine Geldstrafe. Huch. Verpisst euch. Turn off the radio. Fahr doch amok, du blöde Sau. Aha. Du riechst noch Fisch? Eingepackt. Ich hab Stil, ihr Penners. Ich hab Stil, ja. Keiner mag mich. Okay, was kommt jetzt? Die Schutzengel. Ah, ja. Thomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's man at the drop-off. Gracias, amigo. Diaz, huh? Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Monologe mit sich selber sind immer sehr lustig, wenn man sie nun versteht. Begib dich zum Barcode, hol dir die Waffe, die der Colonel für dich verstaut hat. Jawohl. Tot gemacht. Punkhaus, Punkhaus. Du fährst auf der falschen Richtung. Straßenwirte. So, dann schauen wir nochmal mit der Colonel da oder Kolonne, warte, guck mal. Schön für uns da. Deponiert hat die alte Patzer. Wo ist denn hier der Eingang? Haha, voll ging gewonnen. Ui, eine Kruger. Und Neger noch gleich dazu. Ist das mein Butler? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Versetti. Let's go. Ah, ich dachte, du bist mein Butler, so ein Mist. Ja, okay, wir haben jetzt eine hübsche Kruger mit Zielfunktion. Ja. Nein, ich gehe ohne Lance, wenn's denn ist. Tschüssi. Die Kruger ist ein Sturmgewehr, das einen erlaubt, in einer subjektiven Kameraeinstellung manuell zu zielen. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um mit dem Sturmgewehr zu zielen. Ja, das haben wir eben schon rausgefunden. Aus dem Weg, ich bin Michael Schumacher. Drücke Num 0, es ist schlecht beim Fahren. Links STWG und der Maustaste L, um das Sturmgewehr abzufeuern. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Ich dachte, das hat jetzt eine komplett andere Steuerung als jeder andere Waffe. So. Hier sind wir. Und da ist... Und ich habe immer noch vergessen, meine Kleidung zu wechseln, also hier ingeben. Na, Specki?
more gainful opportunities arise. We'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. You get the roof across the yard. Okay. Ich bin bereit, du Bitch. Komm her. Die Kubaner kommen. Überwache den Deal. Pass auf Diaz und Lance auf. Wieso auf Lance? Der hat Dings hier. Ich habe gesagt, die P. Ja, vergessen, was ich sagen würde. Also, was immer schon genervt hat, war diese Gesundheitsanzeige. Anzeigen. Die haben immer schon genervt beim Zielen. Damals. Und jetzt bin ich drüber reden weg. Und da kommt die ersten Gegner. Vorrecht, ihr Schwäne. Ja, es ist natürlich eine unheimliche Action. Verpiss dich. Naja, so geht's auch. Ihr seid doof. Da komm ich halt runter. Yeah, die jetzt ist erwischt. Die Kubaner kommen. Ja, yeah, schon wieder eine Aufgabe verloren. Juhu. Aber dafür haben wir eine neue Karre. Das entschädigt, würde ich sagen. Das ist eine Entschädigung. Rum, rum. Guck mal auf die Special Effects, die gleich kommen. Oh, ein Block ist im Straßenverkehr. Wo war denn hier dieses dämliche Umziehgeschäft? Wo war das Umziehgeschäft? Nein, ich hab's verloren. Alles saubere Schuld. Ich suche mir erstmal dieses Umkleidegeschäft. Oh, ich kann halt nicht fahren. Da ist es. Abendgarderobe. Ist auf jeden Fall besser als diese Golfklamotten. Warum habt ihr das gesehen? Na gut, versuchen wir es halt nochmal. Kann ja mal passieren. Ich wollte ihn überfahren, das tun wir doch nicht. Bims. Eine Palme weniger. Da wir jetzt das schon angehört haben, brauchen wir es ja nicht nochmal anhören. Oder? Nö. So, gleiches Spiel, wieder zum Parkhaus und Waffe abholen. Oh, genau. Bams. Ja, jetzt muss ich gehen. Sorry. So, wo war die Einfahrt? Dachte ich sie ja. Und erstaunlicherweise hat die Karre viel los. Das vielleicht entschied. Bams. Gib mir die Kruger. So ich mir einen Krug. Abgezogen. Ja, ja, dich haben wir ja schon kennengelernt. Blöder Katzin. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg, du Sklave. Hat Spaß. Was ein bisschen nervig ist, dass man nicht jede Katze nur springen kann, die man schon macht. Ja, das da oben kennen wir ja alles schon. Jetzt wird das bestimmt eine bessere Fahrt, weil ich das da oben nicht alles vorlesen muss. Haha. Na, schaffen wir es, bevor diese blöde Tutorial-Scheiße da verschwindet, noch da zu sein? Ich glaube nicht, aber trotzdem. Och, hallo, ihr seid in den 80ern, hier ist nicht so viel Straßenverkehr.
Na, ihr Speckis. You must be Cortez's new gun. Ach, wie kommst du denn darauf? We'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. You get the roof across the yard. Ja, sehr gut. Was das Lustige ist, die erzählen manchmal komplett was anderes als das, was in dem Text drin steht. Die Niggers kommen, überwache den Deal. Pass auf die Ass und Leiter auf. Ich werde bereit sein. Ich lauf hier Bock. Ich kann mich drehen. Ui. Dann schon, wenn ich es gerade nicht sage, aber ich muss mich voll hier auf das Spielgeschehen konzentrieren. Ich gehe mal lieber runter zu meinem Schatzi. Wieso ist der Sound so verbuggt? Das finde ich unfair. Wieso ist der Sound verbuggt? Das finde ich asozial. Überfahre mich doch. Fahr mich doch, wenn du die Eier hast. Siehst, seht ihr, sowas nervt. Sowas nervt diese Scheiße. Ist ja gelungen. Gib mir den Koks. Ich hasse verpackten Sound. Schau mir, das liegt am Spiel. Schaffst doch irgendwas alleine. Voll die Diebe hier. Aha, tot. Lauf, Bitch. Okay. Jetzt kommt eine spannende Verfolgungsjagd, die sehr laut ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war jetzt wohl schwer. Das war so schwer. Der schwerste Part im Bus. Highway to hell. Hey, auf. Hier hast du dein Koks, du geile Nutte. I live! Take heads! And it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Das ist schön, dass du das glaubst. Shit, where's that guy Lance? Tja, scheiße, wo steckt denn Lance? Egal, wir haben 1000 Dollars. Ich nehm den Wagen, obwohl der andere Hydraulik hat. Ich find den einfach geiler. So, aber das war's jetzt auch erstmal wieder. Jetzt verpissen wir uns zu unserer Hütte bzw. zum Hotel und speichern ab und sagen Tschüssi. Was läuft im Radio? Gibt nichts, was ich kenne irgendwo. Tschüssi. Tschüssi. Aua. Tschüssi. Tommy, it's Ricardo Diaz. I want to thank you for looking out for me, my man. I had that prick on set. He said you're the real deal, my friend. Will you not come see me? I need a guy like you. All I have now is dickheads. Dickheads everywhere, yo. I make you real rich. Das ist schön. Okay, wir haben einen neuen Geschäftspartner. Juhu. Aber das war's jetzt erstmal. Wir sehen uns in den Tagen. Tschüssi.